Oh Gott. Was ist denn hier los? Ankerlichten. Oh, guten Morgen, meine Matrosen. Was hat uns der neue Tag denn beschert hier? Eike, melde Nachtwache, keine besonderen Vorkommnisse, Insel gefunden. Rühren. Wir kochen. Alles klar. Anker gelegt? Ja, Anker ist aus. Okay, oh, wir können richtig, wir haben eine Menge hier gefischt. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich bin sehr, sehr schnell voll. Ich falsch. Auch, weil ich... So, was wollte ich machen? Wir brauchen neue Kiste. Eine neue Kiste. Das ist ein Problem. Wir sind randvoll. Also langsam kommen wir hier nicht mehr hinterher. Mhm. Wir sind richtig voll. Mhm. Leider nicht mehr rum. Ping-Pong-Spielrate. Hab ich den Belsi schon aufgegessen, oder hab ich den... Nee, ist alles... Wir haben richtig viel Futter hier. Muss mal reingucken. Ich glaube, ich hab den Belsi aufgegessen. Vorschrift können wir da reinpacken hier. Nägel, Schrott packen wir da rein. Kartoffel packen wir auch gleich weg. Die Melonen, die nehmen wir. Das können wir da reinpacken. Plastik hier auch, Seile können wir da behalten. Den Welsi packen wir hier rein. Die Deko können. Ich kann mich von der Deko nicht trennen. Den muss ich da unten lassen. Das geht nicht. Die Grill. Sorry, haben wir extra eine Kiste für. Klar, warte mal. Was sag ich denn? Hier, ich könnte was Schönes bauen. Schrott. Seile. Und ich habe richtig Hunger und ich muss was essen. Ja, Essen ist hier genug. Ich bin durchgehend. Warte, ich muss mal hier gerade ein bisschen sortieren. Ja, ich bin durchgehend am Kochen hier. Und am Schmelzen noch daneben bei. Ich muss mal ein bisschen Wasser hier reinpacken. Ich hätte gerade auch nachgefüllt. Ja, ich habe ein bisschen was getrunken. Ach so, ja gut, das ist klar. Ja, jetzt bauen wir mal eine Kiste hier. Jawohl. Keine Lust mehr auf halbgare Kisten hier. Ja, echt jetzt. Das kann doch nicht sein. Wir haben genug. So, und jetzt baue ich mal eben schnell unseren Lagerraum. Den hier entfernen wir mal den Tisch, der ist hier völlig fehl am Platze. Und dann baut der Cutter mal hier die Kisten. So, rotieren. Und dann können wir die ranbauen. Sehr, ne? Wollen wir die richtig nebeneinander? Nee, ne? Wollen die schön mittig. Es gibt auch noch so Bretter, wo man dann auch eine Kiste draufstellen kann, ne? Also ja, ja. Die können wir sogar schon hinhängen. Was mache ich denn? Ah, cool. Ja, die können wir hinhängen. Sehr schön. Es nimmt Form an. Ach, ist bisschen das Organisation, klasse. Bisschen Organisation hier rein, ne? Ja, müssen wir. Deswegen werde ich die ganzen Eisenmatz alles da mal hinten hinpacken. Also die ganzen Baumatz, so richtig. Ich glaube, wir können auch Schilder bauen, ne? Das können wir auch. Wo denn? Ich guck mal. Und was ist das mit dem Bauhammer? Warte, ich guck mal. Hier sind zwei Melonen, die liegen hier. Kannst du nehmen? Ja, nehme ich mir gleich. Die liegen auf dem Melonenbeet. Nee, kein Schild, ne? Ersetzen, das ist nur so ersetzen. Oder? Ja, ich nehme sie mal schnell. Also weg sind. Wo denn? Ne, ich hab's schon genommen gerade. Warte, ich geb's dir. Hier. Oh, ich mag deine Melonen. Naja, ne? Das sind die saftigsten auf dem ganzen Floß hier. Oh nee, hör auf damit. Ja. Das geht zu weit. Also wenn du willst, kannst du ruhig tauchen gehen oder so, ne? Ich bin hier fett ja, am... Ja, ganz, ganz entspannt. Am, ich muss erstmal umbuddeln und einschmelzen. Ja.
erstmal alles hier rüberbringen. So, Plastik packe ich hier oben rein. Einen hier unten. Das nehmen wir mal. Leder nehmen wir auch. Verarbeitung. Schmeiß weg. Das nehmen wir mal auf. Das auch. Wir sind gerade voll. Ja, okay. Das packen wir da rein. Palmen packen wir hier. Palmen. Palmen. Holz da. Ja, sonst den Glibber packen wir gleich woanders hin. So, da. Ich glaube, da kommen wir hin, ne? Da haben wir noch den Tisch. Glibber nehmen wir hier. Verarbeitungserzeugnisse. Ich brauche eigentlich noch eine Kiste. Die können wir ja nehmen. Ich mache das mal ganz anders. Ich nehme die mal hier weg. Ich glaube, die kann ich einfach entfernen. Die ist auch fast leer, die können wir auch nehmen. Die nehmen wir hier auch mal weg. Dass wir mal richtig schön Ordnung hier reinkriegen. Ich glaube, die Treppe kommt weg hier. Nummer. Die nehme ich raus. Was kommt hier weg? Die Treppe hier. Ist besser. So. Okay. Der weiß gar nicht, wovon ich rede. Nö, du machst das schon. Naja, ist schon. Pi mal Auge, passt schon. So, hier haben wir Holz. Ich setz erstmal rein. Seile packen wir hier mit rein. Die gehören nämlich zusammen. Plastik lassen wir hier. Hier haben wir Erze, Metalle, Steinressourcen. Steine können wir aber woanders reinnehmen. Packen wir nämlich hier oben rein. Da packen wir die Nägel rein. Das packen wir drüben hin. Pflanzenglibber, ja, kommt hier auch mit rein. Ist halt Pflanzenkiste. Ja, schon sortiert. So. Okay. Lecker Kokosnuss. Da können wir mal ein bisschen aufsammeln hier. Wieso kann ich den nicht aufnehmen? Das klappt aber. Chris ist wieder da. Wo ist er denn? Oh. Nur ganz vorne wieder. Ja, da war er. Ja, da war er gefräßig. Der war wieder gefräßig. Aber kriegen wir hin. Wird einfach wieder repariert. Besser, weil wir es können. Genau. Mittlerweile. Ich glaube, das ist gut. Die Kiste müsste eigentlich auch wandern. Ich würde nämlich ganz klar sagen. Ja, meine Fischkiste musst du hier lassen. Ja, ich möchte ja eine große Kiste hier hinsetzen für die Nahrung. Ne? Mhm. Dass wir die kleinen Kisten einfach mal wirklich aussortieren, die brauchen wir nicht mehr. Nee. Muss ein bisschen platzsparender werden. Wird auch schöner hier. Sieht ja sehr romantisch aus, mein Lieber. Ich mag's romantisch. Ja, aber bevor ich überhaupt weitermache. Ich möchte mein Projekt Reling ja auch weitermachen. Jetzt brauche ich mal deine Hilfe. Komm mal her. Okay. Bauen wir die Reling nach innen liegen? So. Entweder diese rechte hier, die geschlossene, die offene. Und wenn denn nach außen hin die Reling oder nach innen liegend? Ich fand die hier ganz schön. Ja, die war auch ganz toll, ne? Aber nur andersrum, ne? Nur andersrum, genau. Ja, nur andersrum, ja, okay, dann mache ich das so. Ja, die wiegt zu mächtig. Das weiß ich nicht. Ja, die ist zu groß, ne? Also zu hoch. Wie so als Zwerge. So. Können wir das gleich mal bauen? Ich hole mal Holz. Oh. Da unten hatten wir Holz. Mal nach oben. Und gehen mal hier auf die kleine Reling. Nee, das ist die falsche. Was mache ich denn? Das war der Zaun, ne? Ja. Aber weißt du was? Wir sollten eigentlich jetzt besser hier tauchen und dann weiterbauen, während wir auf See sind, weil dann kriegen wir auch Rohstoffe rein.
Ist ja gut, Cheffe. Ich sag ja nur. Ja, du bist ungeduldig, wir haben noch Zeit. Ich bin gestern schon getaucht. Ich will jetzt einfach. Du kannst ja selber tauchen. Ja, ich okay. Weiß. Also, dann gehe ich tauchen. Fischen können wir ja. Wir haben Ressourcen. Haben wir ja noch genug. Ich muss mich erstmal hier leeren. Entleeren. Oh, ich bin gefallen. Ich glaube, ich sollte einen Boden bauen. Also ich muss sagen, es ist ziemlich beschränkt hier mit der Bauweise hier. Die eskalieren kannst du nicht. Natürlich kannst du eskalieren. Kannst richtig eskalieren. Ich habe schon wieder die falsche. Das ist aber ein richtiger Plankenzaun. Oh, guck mal, nee, da wäre ein Seilzaun gewesen. Stabiler Holzzaun. Ah, das wäre eher die Reling hier gewesen, ne? Also das wäre sogar die Reling gewesen. Was mache ich denn? Ja, wir wollen das ja richtig schön machen. Also nehmen wir das wieder weg. Was hast du hier für ein System? Wieso? Ja, weil ich eine Kartoffel mit einer Schraube beim Schrott finde. Wo? Also nee, die sollte da nicht rein. Ich sag ja, ich bin noch nicht fertig gewesen. Ich habe es gerade abgebrochen. Ja. Sehr geiles System. Ja. Du bist nur mal meckern hier wieder. Mhm. So, hier sind Planken drin. Kenne ich nicht anders. Kenne ich nicht anders von dir. Mhm. Klar. Mhm. Schiebst du auf mich? Ja. Nur am Rummosern. So, das kommt da rein. Das futtern wir jetzt einfach egal. Jetzt ist Nacht, jetzt will ich nicht tauchen. Doch, Nägel, nicht. Nägel, guck mal, ich brauche Nägel. Schon gewundert, warum ich nicht. Nägel, ja. Ich glaube, da lässt sich einer positionieren, dann hier. Dann können wir den hier einreißen. Das müsste halten da eigentlich, ne? So ein komischer Abstand. Mhm. Oh Gott, mir wird immer schlecht bei dem Seegang hier. So, das habe ich nicht mehr. Wo ist denn Glas? Da. Immer zwei Abstand, ne? Zwei, genau. Eins, zwei. Ah, geh weg, du. Na, da kommen wir auch hin. Oh Gott. Hör doch auf, hier zu schwanken. Guck. Hier, da kriegst du auch schon wieder. Hat mir jetzt abgebissen, da muss ich einmal neu bauen. Und ich geh Plastik. So, hier. Komm, Chris, hier, Haber, nimm's dir. Ja, das ist schön. Jetzt wird's langsam. Jetzt können wir bald unser Abrissparty machen. Der ist schon wieder am Beißen hier. Ich glaub das nicht. Nee, der soll eigentlich den Heilköder nehmen. Gerade die Ecke. Wieso kann ich den nicht reparieren? Komm, hol der Haber. Ich hab schon wieder Hunger. Ich muss die Wellen sie weiter essen. Also Essen ist genug da. Ja, sehe ich schon. Einmal hier hoch. Und dann brauchen wir wieder eine Decke. Ich wollte gerade sagen, dass das nicht passt. Das muss da bleiben. Aber da passt es wieder nicht. Soll ich den Köder gleich hinterher schmeißen? Ja, das wäre gleich gut. Ich habe aber gerade erst eingeworfen. Ja, ich achte da drauf. Fisch haben wir nicht mehr zum Köder bauen. Das wäre dann auch der letzte erstmal. Oh, hier ist einiges. Ja, wir haben ja Zeit. Wir haben Zeit. Eieieiei, ist viel. Den habe ich gleich falsch gebaut, ne? Da müsste einer hin. Da treffen die sich. 2-2. Jetzt müssen wir uns sicher ist frei. Ich werfe mal rein. Mhm, bitte. Bin im Wasser. Ja, ich habe Köder reingeschmissen. Mal sehen, ob Chris gleich wieder zubeißt. Wahrscheinlich. Scheiß auf den Köder, der will meinen Hintern. Ja, er ist dran.
Er hat angebissen. Das ist gut. Und jetzt muss ich mal nach oben wieder gehen und schauen, ob das geklappt hat. Also ganz durchblicken tue ich hier mit der Bauvariante hier nicht. Nee. Nee, das ist teilweise mal so, jetzt fehlt mir hier schon wieder Holz. Boah, ist hier viel. Alter, verdammt. Ja, das ist gut. Ich werde gleich auch nochmal angeln und dann holen wir uns die Köder. Haben wir keinen Stress. So, dann brauchen wir hier nochmal eine schöne Wand. Ich würde jetzt aber hier langsam mal einen Ausguck machen, dass wir auch mal rausgucken können. So, dann wollen wir auch was sehen. Das kommt gut. Ab nach oben. Ja, unser Schiff hier wird langsam was. Brauchst du jetzt dann gleich noch, das ist aber noch Unterdeck alles, ne? Also du brauchst ja, das ist sogenannte, eigentlich, das Urlaubdeck ist ja eigentlich ganz unten, ne? Das ist jetzt das erste Oberdeck. Ja. Da unten können wir ja leider nicht bauen, das wäre schön geworden. Oh ja. Oh, mein lieber Numerino, es gibt ein Spiel, was wir unbedingt, sobald so die Koop-Version kommt, das nennt sich, in einem Moment, das spiele ich nämlich auch sehr gerne. Skyline, irgendwas mit Sky, Forever Skies. Forever Skies, achso, ja, haben wir uns schon mal drüber unterhalten. Das ist total interessant, oh. Ja. Ich kann nichts mehr machen, nur mal. Warum nicht? Meine Hut reagiert nicht mehr. Deine Hut reagiert nicht mehr? Nö. Das ist schlecht. Ah doch, jetzt kann ich wieder. Okay. Jetzt kann ich wieder. Ich war so festgeklammert hier an den Griff. Oh, mein Haken. An dem Haken. Ich glaube, einen kann ich noch bauen, ne? Ja, einen kann ich noch bauen. Oh, okay, jetzt nimmt langsam. Ist hier Kunststoff? Ne, ich muss erst einen neuen Haken bauen. Hier ist eine Planke, brauche ich zwei Kunststoff. Da hinten ist der Chris schon wieder. Oh, der. Ich komme zu. Der ist aber ganz schön hier. Der kommt zu dir. Nö, ich bin doch wirklich. Mein Haken ist eben Eimer. Das war knapp. 8 Ton, 10 Sand, 2 Kupfer. Habe ich bis jetzt. Ja, ausgiebig. Das war ein guter Ertrag, würde ich mal behaupten. Ja, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Ich pack mal. Das können wir da reinpacken. Da hast du schon was drin, ne? Oh, ich muss eh was essen. Ja, dann haben wir hier erstmal deutlich vergrößert. Schauen wir mal an. Ja. Wir kommen dem Ziel langsam näher. Bin voll ausgehungert. Ausgehungert, aus. Vertrocknet. Du siehst doch so aus. Wie so eine ausgetrocknete Pflaume. Wieder ausgetrocknete Pflaume, sagt er auch noch. Wo ist denn das Zeug, was ich mir einen Haken bauen kann? Da ist Plastik. Ja, Holz haben wir nicht mehr. Haben wir nicht? Ich habe nur noch 4. Dann gib mir bitte mal ein Holz, dass ich mir wenigstens einen Haken bauen kann. Dann müssen wir weiterfahren. Gleich. Dringend. Ja. Ich habe mich verrechnet. Ich habe ein bisschen zu viel gebaut. Können wir denn noch einen Haiköder bauen? Nee, geangelt hast du jetzt ja auch nicht, ne? Nee. Und ich habe eine Angel habe ich noch. Ich angel mal. Die kann ich ja fair angeln. Das wäre nicht schlecht, weil die sind echt schöne Sachen. Mach ich. Ich angel mal. Yo, ho, Pirat. Kann man die Muscheln nicht grillen? Die Flagge zeigt sie. Hä?
Was denn? Ich dachte, die Muscheln kann man nicht grillen. Du hast mir erzählt, wir können Muscheln grillen. Ja, habe ich auch gedacht, eine große Muschel, eine Riesenmuschel. Ja, wozu sind die denn dann? Vielleicht braucht man ein Rezept dafür. Ja, brauchen wir bei den anderen auch nicht. Merkwürdig. Merkwürdig. So, hier, dann gibt's ja Backen raus. Auf der Insel warst du noch nicht, ne? Nee, auf der Insel war ich auch noch nicht. Und? Kriege ich mit Fisch hier? Jetzt schön Wal fangen. Genau. Und schön Moby Dick. Nee, eine hohe Seebrasse. Guck mal, das ist da nochmal. Ja, ich bin vielleicht einfach reingesprungen. Bist du Insel ist nicht weit? Nee, Gott sei Dank. Denn der Chris schwimmt garantiert hier wieder rum. Ja, Holz brauchen wir bedingt. Ich glaube, das sind noch ein paar Palmen. Also zwei sehe ich schon. Das denn immer regnen? Das ist gut. Bewässert unsere Wassermelonen. Ja, wir brauchen dringend noch ein paar Schmelzen, ne? Ja. Also zwei, also insgesamt drei Schmelzen oder so wäre super. Oh, ist das langweilig, das Angeln. Also ich weiß auch nicht, wie man sich für das Angeln begeistern kann. Also ich selber habe ja auch mal geangelt, aber... Ist nicht deins? Es geht. Mit dem richtigen Partner kann man bestimmt auch lustige Angeltrips haben. Oh, meine Angel ist kaputt. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch mal zusammen geangelt. Alleine, ja, kann man machen, aber... glaube ich auch ziemlich einseitig, ne? Ja. Sache kann man, aber muss man nicht. So, ein bisschen Planken habe ich wieder. Drei Haiköder habe ich jetzt machen schön können. Dann würde ich gerne wieder gleich losziehen hier. Dann schmeiß mal rein. So, warte. Ich schmeiß rein. Ich bin schon unten. Reingeschmissen. Und dann hoffen wir, dass der Chris mal wieder Schienschnappi macht beim Numarino. Ich sag dir Bescheid, wenn er dran ist. Er ist dran. Das ist gut. Das Gute, das hört man immer so ganz klar, wenn er wieder so bissig und gefräßig ist. So, war da jetzt die Fischkiste? Die hat er hier. Ich habe eine Kerzenflasche gefunden. Eine zweite. Ganz wichtig. Ja, finde ich auch. Den packen wir gleich hier unten hin. Und essen können wir auch. Brauchen wir das mal. Und weil wir auch so hungrig sind, nehmen wir uns noch einen gefräßigen Welsi rein. Gata. Oh, endlich nicht mehr so ein Essensproblem. Nee, das läuft jetzt. Das läuft jetzt. Na, Chris? Bleibst du hängen? Lässt sich aber auch veräppeln. Und er ist frei und ich schmeiß direkt den Köder wieder aus. Das wäre gut, weil ich bin hier am Tauchen. Ja, ich gucke, ich hoffe, er kommt. Und fällt wieder auf den dummen Trick rein. Ja, ansonsten, ich bin gerade auf der Insel. Ich muss Luft holen. Da ist er. Oh, direkt drauf. Ja. Sehr schön. Hat er. Kannst wieder auf Torstation gehen. Bin ich schon. Ich glaube, ich komme jetzt beim nächsten Mal mit. Ja, wir sind einfach schneller, ne? Verbrauchen weniger Heikbilder zusammen. Ja, ich mach das gleich mit. Ich habe ja eben noch was gemacht. Seetang haben wir auch schon wieder. Ja, hast du denn hier vorne schon geangelt? Jetzt hier direkt am Fluss oder wo hast du schon? Du musst hier rüber, du musst nach rechts rüber schwimmen. Ich sag mal so gute 20 Meter. Okay. Aber ich bin auch schon. Ich muss auftauchen. Ich habe auch, glaube ich, drei Viertel schon fertig. Okay.
Ich glaube, so viel ist hier. Oh doch, hier hinten geht's ja noch weiter. Okay. So, ich brauche noch ein bisschen. Ein Köder habe ich noch. Und. Boah. Ah, dürfte gleich wieder frei sein. Warte mal. Wo bist du denn? So, er ist wieder frei. Ich schmeiß rein. Ja, wäre gut. Ich bin ziemlich weit weg von allem. Dann gucke ich mal, ob er anbeißt. Boah, ich bin gut. 40 Meter. 30, 40 Meter. Ja. Steuerbord. Da hinten, ja, ich sehe dich. Mhm. Chris ist noch nicht in der Nähe. Ich guck mal. Dass er nicht gerade bei mir ist. Ja, wie traut er sich hier gerade nicht? Boah, hier ist so viel Rohstoffe. Wäre mal cool, wenn wir den Chris mal wieder hier vom Wasser schaffen hier. Ja. Aber er traut sich nicht. Also entweder hatten wir die letzten Male Pech mit den Inseln oder mit der hier extrem viel Glück. Ich sehe sie. Oh, hier, guck mal. Hier ist eine Menge. Das war ein Stein, ne? Manchmal kenne ich das nicht so richtig. Aber ich muss da rumtauchen. Ja, es geht. Es ist nicht sofort, dass du sofort stirbst, wenn er rot wird, ne? Ja. Ist auch, glaube ich, eigentlich. Wäre es richtiger, einfach so lange zu tauchen, bis er kurz vor Jordan ist, aber ich habe aber Angst um die Chris. Der ist ja gefräßig. Hier ist sehr viel Ton. Ich hab massig Ton und Sand gefunden. Das ist gut. Also können gleich richtig Trockenziegel machen, wenn wir wieder auf See sind. Ja, Erz habe ich auch gefunden. Oh, ist bei mir. Oh. Heiköder. Hab ich nicht mehr. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Ich muss schon. Einmal hat er mich gebissen. Einmal? Einmal bis jetzt nur. Oh, ich komme zur Insel. Ich gehe auch zur Insel. Oh. Der ist gefräßig, ne? Hi. Also ich habe jetzt keinen Heiköder mehr. Gut, oder haben vieles da nicht mehr. Also ich. Ich sag mal so 80% habe ich. Ja, dann lass mal zum. Ja, zum Floß, ne? Jawohl, jabadabadu! Oh, da kommt doch Chris. Rechtzeitig raus! Ja, er kommt. Der hat mich direkt angegrinst. Ja, ja. So. Ja, 7 Ziegel konnte ich machen. Ja, pass mal auf, also ein bisschen habe ich auch noch. Nicht allzu viel. Das, das reicht schon. Ton ist da auch noch. Er beißt schon wieder da hinten uns was ab. Ah, rechter Flügel. Ja, da. Ich mach schon. Ich hab kein Holz. Und wir haben auch kein Holz im Lager hier unten. Ich hab Holz, warte. Hier. Das war auch das letzte. Komm ich da mal hin? Oh, kein Plastik in der Tasche. Ich muss hier Plastik holen. Neun Trockenziegel konnten wir machen. Oh. Und 5 haben wir. Dann haben wir gleich 14. Mega. Wie viel brauchen wir für eine Schmelze? 6, glaube ich. Ah, das klingt doch richtig gut. Aber ich bin auch begeistert. Aber ich brauche wieder einen ausgiebigen Schönheitsschlaf. Ja, ist wieder soweit. Ja, nee, das ist einfach zu viel für mich hier mit dir. Ja, ich merke das schon. Du bist alt, ich weiß. Also, ich verstehe das. Es ist halt so ein Alter, so Ü40. da hält man sich nicht mehr so leicht auf die Beine. Ich weiß. Ist okay. Mach du mal dein Mittagsschläfchen. Alles klar. Ich wünsche eine gute Nacht. Ich dir auch. Bis dann. Tschüssi.